Tailspin oder wie es bei uns heißt, Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Die Serie war neben DuckTales eine meiner Lieblinge damals. Es gab da natürlich auch ein Videospiel zu der Serie und ich hatte schon länger mal gesucht. Als mich die großzügige Kanalspende vom guten Toto erreicht hat, konnte ich jetzt endlich mal reinspielen. Also, kann das Spiel mit der Serie mithalten? Was taugt Tailspin für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von der Entwickler Duel programmiert und von Bandai bei uns in Europa 1993 veröffentlicht. In den USA erschien es ein Jahr früher und Japan ging bei diesem Spiel irgendwie leer aus. Neben dem Gameboy erschien auch eine Version für das NES. Also, so wie es damals schon fast üblich war. Die NES-Version des Spiels ist in der Disney Afternoon Collection auf modernen Systemen erhältlich. Eine richtige, große, epische Hintergrundgeschichte gibt es wie üblich nicht. Ihr liefert als Baloo Waren aus und mehr braucht ihr auch gar nicht. Eines muss man dem Entwickler lassen. Sie haben sich wirklich auf das Franchise eingelassen. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, erwartet euch hier kein liebloser Plattformer oder gar eine Minispielsammlung. Nein, euch erwartet hier eine Art Shoot'em-up und das ist auch durchaus passend. Baloo fliegt immerhin auch in der Serie mit seinem tollen Flugzeug durch die Gegend. Und genau das macht er im Prinzip hier auch. Ziel ist es, in jedem Level zum Levelausgang zu gelangen. Steuerungstechnisch geht es hierbei relativ simpel zu. Mit dem Steuerkreuz fliegt ihr in verschiedene Richtungen. Mit der einen Taste feuert ihr und mit der anderen, da könnt ihr einen halben Looping machen und so dann rückwärts fliegen. Sehr praktisch, um Hindernissen auszuweichen und Gegner zu erledigen. Apropos Gegner. Diverse Fiesdinge möchte euch natürlich auf eurer Tour das Leben schwer machen. Das sind natürlich zum einen die berühmten Luftpiraten, aber auch andere wie zum Beispiel die Dschungelbewohner. Wie schon angesprochen, seid ihr zum Glück natürlich nicht wehrlos und könnt schießen. Allerdings haben wir einen kleinen Unterschied zu sonstigen Shoot'em-ups. Ihr feuert nämlich relativ langsam und braucht eine gewisse Zeit zum Nachladen. Nicht lange, aber durchaus merkbar. Dadurch müsst ihr immer etwas taktischer vorgehen und nicht einfach den Finger auf den Dauerfeuerknopf legen, den es hier eh nicht gibt. Leider gibt es auch keine Waffen-Upgrades oder ähnliches einzusammeln und das ist echt schade. Was es allerdings zum Einsammeln gibt, sind die üblichen Goodies wie Punkte oder Herzen, die eure Lebensenergie wieder auffüllen. Die Level sind dabei alle abwechslungsreich gestaltet, jedoch nicht allzu lang und es gibt auch leider nicht sehr viele. Grundsätzlich sind die zudem auch immer ungefähr gleich aufgebaut. Zuerst habt ihr einen normalen selbstscrollenden Abschnitt, dann gibt es einen, der von unten nach oben scrollt und dann geht es wieder weiter seitwärts und am Ende erwartet euch ein Boss. Lasst euch allerdings von der Optik des Spieles nicht täuschen. Das Spiel ist nicht gerade leicht und so streckt sich das Spiel dann etwas und vertröstet etwas über die geringe Levelanzahl hinweg. Ein Passwortsystem oder ähnliches gibt es dabei leider nicht, aber wie angesprochen sind die Level eigentlich auch nicht gerade lang. Grafisch sieht das Spiel dabei sehr schön aus. Klar, Baloo in seinem Flugzeug sieht natürlich nicht so aus wie in der Serie, aber das wäre auch zu viel verlangt. Ansonsten ist alles sehr schön und abwechslungsreich gestaltet. Beim Sound sieht es aus wie bei der Grafik. Passt alles. Was taugt Tailspin für den Gameboy also heute noch? Ich bin mit dem Spiel ganz zufrieden. Es ist auf jeden Fall solide, aber irgendwie, da fehlt mir etwas, damit das Spiel in den ganz hohen Klassen ankommt. Es ist mal ein angenehm frischer Ansatz zum Shoot'em-up-Genre und eine Lizenz bereichert das Spiel auf jeden Fall. Wenn es euch mal über den Weg läuft, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Das war der Test zu Tailspin für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.